Hallo Yoshino, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview. Es freut mich sehr, mit dir heute über deine Berufserfahrung in Deutschland zu sprechen. Und würde gerne auch mit der ersten Frage direkt einsteigen. Also stell dich bitte kurz vor, und was dein aktueller Job ist. Ja, hallo. Genau, vielen Dank für die Einladung zum Interview. Mein Name ist Yushiro Miyamoto. Ich bin in Japan geboren, gewachsen und seit 2008 lerne ich Deutsch. Und in Japan habe ich 2014 VWL, Volkswirtschaftslehre an der Keio Universität in Bachelor abgeschlossen. In der gleichen Zeit habe ich mein Studium in Deutschland an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität in München, BWL, Betriebswirtschaftslehre im Bachelor angefangen. Und 2018 habe ich das Studium abgeschlossen und mein Berufsleben gleich im September angefangen. Und ein Jahr lang habe ich bei einem Steuerberaterbüro in Frankfurt gearbeitet und seit dem letzten September, also seit dem September 2019, arbeite ich gerade bei dem aktuellen Arbeitgeber Ernst & Young München, Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, als Consultant. Genau. Ja, das ist ja, Dankeschön, das ist ja schon mal sehr interessant, was du da jetzt schon für einen Lebensweg hingelegt hast, ne? Aus Japan nach Deutschland gekommen und hier auch nochmal studiert und dann in einer deutschen Firma angefangen. Ja, sehr cool. Die zweite Frage wäre, wo siehst du denn den Unterschied bei der deutschen Jobsuche oder bei der Jobsuche in Deutschland und der Jobsuche in Japan? Im Allgemeinen würde ich sagen, es gibt großer Unterschied der Jobsuche zwischen Japan und Deutschland und sogar vom Anfang und bis zum Ende. Und ich würde gerne erstmal das Modell, typisches Modell in Japan anfangen. Gerne. Und danke. Und ja, erstmal Jobangebote. Genau, Jobangebote in Japan sind meistens in bekannten Jobportale und sie heißen MyNavi oder Recruit. Sie sind zwei bekannteste Jobportale, wo man Job vom kleinen bis zum großen Unternehmen finden kann. Und über die Jobportale bewirbt man sich über jede Stelle. Und genau, und die Jobportale sind nicht nur zur Vermittlung, sondern sie sind auch, sie spielen aus die Rolle als Vermittler. Deswegen, man schickt schon Lebenslauf, ja, andere Unterlagen zum Jobportalen und die Jobportalen verbindet die Bewerber mit den Unternehmen. Genau, und danach bekommt man Einladung zum Gespräch. Und in Japan hat man meistens zwei, drei Interviews, sogar einmal Gruppeninterview und zweimal persönliches Interview oder so. Und bei diesem Interview geht es eher um die Themen wie Teamkompetenz oder genau da sieht der Arbeitgeber, ob der Bewerber überhaupt sympathisch ist. Und also ich würde sagen, nicht eher weniger akademisch oder fachlich, sondern eher Teamfähigkeit. Zum Beispiel, was Sie an der Uni, an der Oberschule gemacht haben oder haben Sie einmal einem Verein einen Sport gespielt und sogar einen Gruppensport gemacht oder so. Das ist typische Beispiel in Japan. Also so geht es bei dem Gespräch. Und danach bekommt man Zusagen. Und Job fängt meistens bei den Neueinsteigern immer im April an. Das ist sehr interessant in Japan. Deswegen die Jobstelle
findet man oder sucht man meistens im August, im Sommer und spätestens bis zum Januar bekommt man eine Stelle. Und sogar ein Jahr vor dem Abschluss sucht, fängt man schon die Jobsuche in Japan. Und ja, und die Zeitplan ist fast fest. Das ist in Japan über, zur Jobsuche über Neueinsteiger. Und andererseits ist es sehr interessant, in Deutschland Job zu suchen, weil es gibt kein festes Modell wie in Japan schon vom Anfang. Also Jobangebote findet man überall eigentlich. Also es gibt schon einige Jobportale, bekannte Jobportale wie LinkedIn, StepStone oder Monster. Da kann man auch die Stelle finden. Aber jedes Unternehmen hat eigenes Assessment Center, wo man, wo es genau Stelle selber zeigen und selber Bewerber suchen. Von daher, ich würde sagen, man sollte da aktiv sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Jobstelle zu finden. Das ist erstmal ein großer Unterschied. Und danach, nachdem man sich bewerbt, dann muss man natürlich die Unterlage wie in Japan schicken. Aber die Anzahl der Dokumente sind schon mehr als in Japan, würde ich sagen. Also Okay. Lebenslauf auf jeden Fall. Aber daneben auch Motivationsschreiben oder Abschlusszeugnisse, Praktikumszeugnisse, Werkstudentenzeugnisse. Und ja, nicht nur. In Japan eigentlich reicht es schon, in Lebenslauf zu schreiben, dass man ein Praktikum gemacht hat, aber in Deutschland muss man das beweisen durch die Dokumente. Das ist sehr deutsch, bürokratisch, würde ich sagen. Sehr, sehr interessant. Die ganzen Genau. Nachweise bringen, Ja. ja. Und danach, genau, bekommt man Einladung zum Gespräch. Und beim Gespräch geht es eher um die Themen, nicht Teamkompetenz, doch schon. Also Smalltalk hat man schon in Deutschland. Genau, und da sieht man auch der, ob, genau, sieht der Bewerber, ob die, nee, der Arbeitsgeber sieht schon, ob der Bewerber überhaupt sympathisch ist, Teamkompetenz hat. Und so durch die Smalltalks, aber auch der Arbeitsgeber stellt schon fachliche oder akademische Frage. Zum Beispiel manchmal ganz, ganz theoretische Frage. Also, genau, ich habe BWL studiert und beim Steuerberaterbüro beworben. Deswegen ich wurde gefragt, ob ich eine Gesetze überhaupt kenne. Ja, Handelsgesetz, Bürgerrechtsgesetz und so. Und auch logische Frage wurde ich gestellt, zum Beispiel, wie viele Tennisbälle es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Also da wusste ich natürlich nicht die Lesung. Und natürlich erwartet der Arbeitsgeber auch nicht die richtige Lesung, genauere Anzahl, sondern man muss da zeigen, wie man logisch die richtige Lösung ermitteln kann. Okay, Das erwartet der Arbeitsgeber. Genau. Das ist der, der interessante Unterschied. Und danach bekommt man Zusage und Job fängt man jederzeit an, egal ob Januar, März, Juni, Dezember. Ja, deswegen, es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen Japan und Deutschland. Und ich würde sagen, Jobsuche in Deutschland ist eher komplizierter als in Japan. Okay. Von daher würde ich gerne empfehlen, dass man immer aktiv sein soll für die Jobsuche. Überall gibt es Jobangebote und aber nicht nur für Jobsuche, sondern auch zum Praktikum oder so Berufserfahrung zu sammeln, ist auch auf jeden Fall vorteilhaft für die Jobsuche. Genau. Ja, ich habe, ja, genau, das ist erstmal meine Antwort über die Unterschiede der Jobsuche zwischen Japan und Deutschland.
Dankeschön. Das ist ja schon ein ziemlich großer Unterschied, ne? Dass es in Japan sehr zeitlich oder begrenzt ist, wann man jetzt anfängt, und in Deutschland es sehr, sehr flexibel ist, und auf der anderen Seite auch, worauf der Arbeitgeber achtet. Also in Japan sehr, dass man in das Team reinpasst, dass man sich ins Unternehmen einfinden kann, auch die Harmonie wahrscheinlich im Unternehmen, dass man dazu reinpasst. Und in Deutschland wird auch sehr stark dann auch darauf geachtet, dass man die bestimmten Fachexpertise, die man für die Stelle braucht, mitbringt, ne? Und das ist, ich glaube, das ist für viele, die aus Japan kommen oder die auch nach Japan gehen und umgedreht, die aus Deutschland kommen, ein großer Unterschied, auch wie man sich bewirbt und wie man sich gibt dann im Interview. Das ist gut, dass man schon mal darüber gesprochen hat und das auch jetzt mitbekommt und auch nur von dir hört, wie du das siehst. Mit diesem großen Unterschied, den wir ja gerade aufgemacht haben, wie hast du denn deinen aktuellen Job gefunden? Genau, ja. Wie gesagt, ich hatte schon einmal Job gewechselt, aber ich bleibe immer noch in der gleichen Branche, Steuerberatungsbranche. Und beim den ersten Arbeitgeber habe ich durch Zeitung eine Zeitschrift gefunden. Es gibt in Deutschland einige japanische Zeitschriften, die nur in Deutschland verkauft werden und sogar über die japanische Einwohner in Deutschland. Und die Zeitschrift heißt Japan Digest. Und in der Zeitschrift habe ich die Anzeige vom ersten Arbeitgeber gefunden und über die Anzeige habe ich mich beworben. Und beim zweiten Arbeitgeber habe ich Kontakt überraschungsweise durch ein Party, Neujahrsparty bekommen. Da war der Mitarbeiter des zweiten Arbeitgebers und mit ihm habe ich kennengelernt und habe Interesse über den Jobwechsel gezeigt und er suchte zufällig auch einen neuen Mitarbeiter, japanischen Mitarbeiter in München und daher habe ich mich genau bei ihm beworben und den Platz bekommen. Das war komplett zufällig. Deswegen, wie gesagt, ich würde gerne empfehlen, dass man immer aktiv sein soll für die Jobsuche. Ja, super, danke schön. Dann hast du ja auch direkt die Frage beantwortet, wie der erste Kontakt eigentlich entstanden ist beim ersten Arbeitgeber über die Zeitungsannonce und beim zweiten Arbeitgeber dann auch über dein soziales Netzwerk, ne? Also über die Connections, die man wo auch immer im deutschen Alltagsleben machen kann, ne? Und dadurch ist dann deine nächste Jobmöglichkeit entstanden. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Von der dritten Fra oder von der vierten Frage, die ich jetzt gerne stellen würde, ist, was empfiehlst du denn Japanern, die in Deutschland einen Job suchen, neben der Empfehlung, immer aktiv zu sein? Ja, wenn es kommt darauf an, bei welchen Unternehmen Japaner sich in Deutschland bewerbt, also ob man beim japanischen oder deutschen Unternehmen bewerbt. Da gibt es großen Unterschied. Einmal, weil bei den japanischen Unternehmen hat Japaner in Deutschland, denke ich, immer mehr Nachfrage. Das ist erstens hat Deutschland eine sehr gute Berufsrechtslage im Vergleich zu anderen europäischen Ländern in der EU. Und zweitens, genau, Brexit, viele Unternehmen wechseln den Hauptsitz oder Büro vom UK nach Deutschland. Deswegen, ich würde sagen, dass Japaner in Deutschland eher mehr Nachfrage bei den japanischen Unternehmen haben. Genau. Und japanische Unternehmen erwarten erstens Sprachkenntnisse, deutsche und englische Kenntnisse. Da soll man schon die Sprachkenntnisse verbessern. Und zweite wichtige Kompetenz ist Teamkompetenz auch in dem Fall. Das ist typisch bei japanischen Unternehmen. Und fachliche, akademische Kenntnisse sind eher
weniger relevant, würde ich sagen, besonders für Neueinsteiger. Genau. Und aber bei den deutschen Unternehmen ist die Lage ein bisschen anders für Japaner, weil für deutsche Unternehmen ist China ein großer Wirtschaftspartner in Asien und Japan, mit Japan, auch Japan legen weniger deutsche Unternehmen Schwerpunkt und ja, Leute mit dem japanischen Hintergrund suchen weniger Unternehmen, muss ich sagen. Von daher, Japaner in Deutschland hat schon Konkurrenz mit den anderen Ausländern aus EU, Asien, überall. Da muss man schon richtig gute Sprachkenntnisse haben, Deutsch auf jeden Fall. Und gutes englische Kenntnisse ist auch erwartet. Und daneben auch fachliche und berufliche, akademische Kenntnisse. Genau, und da, genau, wieder muss ich betonen, dass man aktiv sein muss. Und das ist aber nicht nur zur Jobsuche, sondern auch, genau, Praxiserfahrung zu sammeln. Und in Deutschland und auch akademische Erfahrungen zu sammeln, ist auch sehr, sehr relevant. Das ist am wichtigsten, würde ich sagen, weil in Deutschland ist es undenkbar oder kaum zu denken, dass ein Absolvent von der Literaturwissenschaft eine Stelle vom Bank bekommt. Früher vielleicht schon, aber heutzutage kaum möglich. Und deswegen für die Zuschauer, die in Zukunft in Deutschland bei deutschen Unternehmen arbeiten möchten, für die Zuschauer möchte ich gerne empfehlen, dass man schon eigene Interesse für Branche vertiefen, also wo man in Zukunft arbeiten möchte, in welche Richtung, bei welchem Unternehmen, womit. Sowas soll man schon früher nachdenken. Und ich habe VBL und BWL studiert, weil ich einfach die Wirtschaft und Business mag und dafür hatte ich Interesse und zufällig hatte ich da Vorteil bei der Jobsuche in Deutschland. Genau, und deswegen über die japanischen Zuschauer, die in Deutschland arbeiten möchte und sogar beim deutschen Unternehmen, würde ich empfehlen, dass ihr ja, genau, Aspekt in die Zukunft schon früher vertieft und ja, eigene Richtung, akademische Richtung auch zu klar zu machen. Das würde ich gerne empfehlen. Okay, ja, danke schön. Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, auch dass Japaner in Deutschland bei japanischen Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, andere Chancen oder andere Möglichkeiten haben, als wenn man als Japaner in einem deutschen Unternehmen hier anfängt und auch eine andere Rahmenbedingungen, was die Konkurrenz angeht bei den Unternehmen und was auch die Anforderungen angeht. Ne? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, als Japaner, der sich in ein japanisches Unternehmen hier in Deutschland bewerben möchte, sind die Rahmenbedingungen sehr ähnlich, was die Bewerbung in Japan angeht, also Teamkompetenz und dass man gut ins Reinpasst. Und wenn man als Japaner sich bei einem deutschen Unternehmen hier in Deutschland bewerben möchte, dass man A in Konkurrenz mit den anderen Ausländern steht oder mit den anderen Bewerbern steht, besonders auch vielleicht, wenn es um internationale Stellen geht, und dass man sich, was ja diesen deutschen Schwerpunkt wieder ausmacht, sich Gedanken drum machen muss, in welche spezifische Richtung möchte ich eigentlich gehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu wissen. Und zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage für dich, was du den Zuschauern gerne als Nachricht mitgeben würdest. Ja, ich glaube, ich habe ziemlich ernsthaft gesprochen und vielleicht meine Antworten
klingen schon sehr, sehr anstrengend für die Zuschauer. Es tut mir leid, aber genau, Jobsuche ist immer eine Herausforderung, egal ob man in Japan, Deutsch in Japan Job sucht oder Deutsch in Deutschland, Japaner in Japan, Japaner in Deutschland. Egal, überall ist eine Jobsuche schon eine Herausforderung. Und aber das ist keine Mauer, die man nicht klettern kann. Und deswegen, also sei aktiv und nie aufgeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und denke immer positiv. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, besonders in, ich habe gesagt, Jobsuche in Deutschland ist komplizierter als in Japan. Aber positiv gedacht, es gibt so viele Möglichkeiten, dass man ja flexibel und ja manchmal durch bekannt oder so einen Job findet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei der Jobsuche in Deutschland. So kann man positiv denken. Deswegen sei aktiv, gebe nicht auf und ja, du, ihr ge gebt eure Besten, dann findet dann eine frohe Zukunft erwartet auch euch. Toi, toi, toi und gambatte kudasai. Alles gut. Super. Vielen Dankeschön. herzlichen Dank. Yoshido, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ich kann dir nur zustimmen. Man muss positiv, aktiv in die Zukunft denken. Man muss sein Netzwerk ausbauen. Man darf keine Scheu davor haben, neue Leute Genau. kennenzulernen, weil desto mehr Leute man kennt, desto größer ist auch das Potenzial, einen potenziellen Einstieg in ein Unternehmen zu finden, so wie es ja auch bei dir der Fall war. Und da bleibt mir nur noch übrig zu sagen, auch für die Zuschauer, Gambatte Kudasai. Kann man das sein?